Wir begrüßen Sie bei Red Hat Zylinderkopftechnik. Die Fortsetzung von unserem Motorcheck an unserem Alpha 1,3 Julia. So, der Thomas hat sich schon angefreundet mit dem Ding hier. Nein, der Valentin. Der Valentin, komm her, Schätzelein. Der Valentin hat sich schon angefreundet mit dem Ding hier, sagt der Thomas. Jetzt ist er drauf, irgendwo hinter der Maschine, da ist er. Der Valentin hat sich schon angefreundet mit dem Ding und das Video wird also darüber berichten, was uns bei dem Motor widerfährt. Wir haben den ja endoskopiert, gecheckt soweit. Genau, das Fahrzeug war hier gewesen und wir haben da einen Motorcheck dran gemacht. Eigentlich grundsolide, ein bisschen inkontinent, also hier und da was feucht. Und, das bei alten Männern ist das so. Manchmal. Weiß aber nicht genau, ob das Mädchen ist. Na, Julia. Naja, heute ja. Im Zeitalter Mädchen, Weibchen, Jungs, Bursche, keine Ahnung. Wollen wir uns nicht drauf festlegen. Ja, genau. gut, also das Ding kommt auseinander, wir gucken rein. Ja. Später sollte dann noch zu einer Firma, um nochmal abgestimmt zu werden. Wahrscheinlich kommt eine Weber-Doppelvergaser oder eine Vierfachvergaser. Da macht der Kunde schon mal von, dass er um eventuell diesen Weg gehen möchte. Ja. Ja. Milch. Nee, aber vorhanden. Ja. Wir haben es auch nur mit einem 13er Tagegrad zu tun. Also es ist ja kein großer 2 Liter, sondern ein 1,3er, also der kleine. Und mal gucken. Drehzahl flundern, viel ja. agiler als die 2 Liter Alpha Nord. Ne? 1600er sind ja auch relativ begehrt, aber ja. Teile schon extrem rar für die Dinger. 1300er ist noch ein bisschen besser sortiert, aber insgesamt sind die Teile natürlich alle nicht mehr billig. Ne? Büchsen, sowas gibt es alles, das ist okay. Es gibt genau den Großteil an Ersatzteilen, gibt es, aber jetzt hier dann die Frage stellt, wo müssen wir überhaupt Tandem machen? Ne? Das sehen wir. Kopftuning wissen wir noch nicht genau. Müssen wir mit dem Kunden dann nochmal besprechen. Abzuklären. Sie sind dabei, wenn wir das Ding auseinandernehmen. Thomas wird es begleiten, Valentin muss es machen. Nee, einer muss die Suppe auslöffeln. Einer muss die Suppe auslöffeln, ja. Natürlich sagen wir später und Sie gucken mal mit dahin, ob wir alles richtig machen. Ja?
Ja, endlich. Nach vielen, vielen Stunden harter Arbeit liegt der Kopf hier neben. Da Valentin sieht auch sehr geschafft aus. Er sagt auch gerade eben, ich habe Hunger, ich muss was essen. Und ja, hier sieht man wirklich schön, der Bolzen hier, der hat uns gut geärgert. Der war im oberen Bereich hier richtig zugegammelt. Und den mussten wir erstmal ein bisschen was dazu überreden, den Kopf freizugeben. Der hintere genauso, hier sieht man auch noch dick die Sutsche dran. Also der hat es uns wirklich nicht leicht gemacht hier, dass der Block sich von seinem Kopf trennen wollte. Der Kopf liegt hier, natürlich mit allen möglichen Mitteln, also wirklich mit Erwärmen, mit Öl, in die Ameise, an die Kette, Gewicht dran ziehen, mit Hebeln, mit Kanthölzer, mit allem drum dran. Und wirklich dann jetzt 3-4 Stunden später, nach harter Arbeit immer wieder mal dran gehen, hängt das Ding hier neben oder liegt hier neben. Und jetzt kann man sich endlich dran geben und den Rest davon auch zerlegen. Ja, es ist vollbracht, der Kopf ist ab. Endlich. Endlich. So, unser Alpha liegt hier jetzt aufgebahrt auf der Palette in seinem Wändchen, dass er nicht so viel Sauerei macht. Und ja, Valentin ist gerade dabei, den untenrum jetzt mal zu öffnen. Mal gucken, was uns da drin erwartet. Also wir haben jetzt hier schon gesehen, da sind schon so einige Abdichtversuche dran unternommen worden. Haben wir ja auch gesehen. Wir haben 2 Zinnerkopfdichtungen verbaut. Also da wurde schon massiv versucht wohl, entweder Verdichtung wieder zu reduzieren oder das Ding dicht zu bekommen in irgendeiner Weise. Ja. Ja, dann guck mal. Geht das Ding wenigstens besser ab als jetzt der Kopf? Schauen wir mal. Ja, ich glaube, im oberen Bereich bringt es noch was. Irgendwo hier in den Bolzen, da hängt sie wohl. Da wurde ja auch wieder sehr massiv eingedichtet. Genau, mit der Spachtel dazwischen. Ja, die Dichtung ist da auch wieder gut angeklebt. Ah, wieder spendet sich das Ding. Also ich sag mal, ich glaube, mit den Dichtungen wurde nicht gespart, ne? Nee. Mit dem Dichtstoff auch nicht. Halt mal bitte. Genau. Ja. So. So. Keine Gewalt ist manchmal auch keine Lösung. So, wunderbar lecker. Den schon trocken. Was haben wir darin liegen? Das ist der Stift für den Kettenspanner. Ja, die Arretierung ist das. Aber ansonsten, naja, sieht erstmal einigermaßen aus, ne? Ja. Ja, so sieht der Motor dann von unten aus. Und mal sehen, was uns da noch erwartet. Lagermäßig, Ölpumpe und die ganzen anderen Bauteile. So, wir haben jetzt hier unseren Motor. Der Valentin, der zerlegt den also Stück für Stück. Und wir nehmen einfach mal so episodenweise auf, wie es dem Motor an den Kragen geht. Im Moment stehen also die entsprechenden Demontagen an, Zug um Zug. Und dann werden wir die Bauteile alle waschen, vermessen und daraufhin kann man dann nochmal explizit sagen,
welche Aufgaben da notwendig sind. Es ist eben ganz wichtig, im Vorfeld wirklich eine gute Bestandsaufnahme zu machen, um dann in Ruhe die Ersatzteile zu beschaffen. Machen Sie sich entsprechende Fotos, wenn Sie sowas selber machen. Dokumentieren Sie die Bauteile, Lagenzuordnung entsprechend dokumentieren und auch dann festzurren, gegebenenfalls Schlagzahlen reinhauen, beschriften. Wenn Sie mit dem Edding beschriften, denken Sie dran, nach der Wäsche ist alles weg. Also da ist es ganz wichtig, entsprechend so vorzugehen, dass Sie auch nach einem Jahr mit Ihren Dokumentationen, die Sie angefertigt haben, klarkommen, die lesen können und im Idealfall auch so gestalten, dass auch ein Dritter, der die Baustelle übernimmt, mit Ihren Informationen oder mit denen des Motorenbauers klarkommen kann. So, der Valentin, der wird weiter zerlegen und wir halten Sie auf dem Laufenden. Da liegen die Bruchstücke des Motors. Ja, Motor untenrum geöffnet, Kolben raus und dann war auch ersichtlich, wir haben ja hier jetzt schon gesehen, der hat schon mal leichten unliebsamen Kontakt, also zumindest der Motorblock mit dem Pleuel gehabt. Und ja, das sieht man jetzt auch hier wieder wirklich im Lager. Hier haben wir das Lager von dem Zylinder hinten Nummer 4. Und wenn man sich die anderen Lager dazu anschaut, so soll es eigentlich aussehen. Also normal. Und so ist es schon wieder durchgelaufen, also kaputt. Also hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist im Vorfeld bei der Reparatur wohl nicht so sauber gearbeitet worden, dass wir hier schon wieder einen Schaden drin haben. Genauso haben wir hier, wir haben ja gesehen, dass da hinten der Deckel so eingedichtet war. Hier sehen wir auch auf der Welle, Macken auf der Welle drauf, Einbaumacken, wie da ja etwas unsanft drangegangen wurde. Ja, Kolben. Kolben muss man dementsprechend dann natürlich vermessen, wie sie wirklich vom Maß her sind. Man sieht natürlich hier auch schon die Lauchspuren, die Kammspuren. Hier muss dann wirklich abgewägt werden. Kolbenzylinder, ist das okay? Kann man das weiter so verwenden mit neuen Ringen natürlich? Oder muss hier auch angegangen werden? Das kann man alles nachher bei der Vermessung herausfinden. Vorne der Rädertrieb. Wir haben hier zwei Ketten. Einmal die Kette, die hochgeht zum Zylinderkopf und einmal die untere Kette. Und ja, die Räder muss man sich hier besonders gut anschauen. Genauso die Wellenlagerung hier vorne im Stirndeckel. Die ist ganz gerne, dass sie eingelaufen ist. Oder auch, dass dieses Zwischenrad in seiner Lagerung hier hinten im Block eingelaufen ist. Oder auch das Rad selber in den Lagerungen defekt ist. Muss man sich hier alles anschauen, wie das wirklich vom Zustand ist. Ja, dann machen wir noch den Rest raus. Die Laufbüchsen kommen noch raus. Wir haben hier nasse Laufbüchsen. Also die stehen einfach in dem Block drinne, scheinen hier etwas eingegammelt zu sein. Vielleicht sind sie auch gut eingedichtet worden mit Dichtmittel. Das müssen wir noch sehen. Und ja, dann kommt alles raus. Dann wird es einmal gewaschen, dass man es dann dementsprechend vermessen kann. So, da liegt da unser Alpha, jetzt mit ausgebauten Büchsen, nachdem da einmal in der Waschmaschine war, was Temperatur gekriegt hat und ja, der Rostlöser noch ein bisschen gewirkt hat, haben die Dinger jetzt draußen. Ja, wenn man anschaut, die waren ein wenig eingedichtet, sieht so ein bisschen aus wie Hyllomar, so das typische Mittel, was eigentlich jeder früher zu Hause hatte oder immer noch zu Hause hat. Und ja, hier muss man jetzt dementsprechend mal schauen, wie sind die Büchsen noch, sind die okay, können wir sie weiterverwenden oder auch nicht. So, zum Block selber gucken wir mal. Wir sehen hier einmal, das ist ja unser schlimmer Bolzen gewesen, der so zugegammelt war. Aber auch dementsprechend die ganzen Bolzen selber, die muss man wirklich jetzt alle mal gut anschauen. Weil es ist gar kein schönes Vergnügen, diese Bolzen hier rauszumachen. Das ist ein mitunter schwieriges Unterfangen. Je nachdem, wenn die Blockfläche eventuell sogar verzogen ist, müssen sie raus, damit das Ding geplant werden kann. Aber die ganzen Sachen müssen wir jetzt erstmal vermessen und dann können wir dementsprechend entscheiden, was hier passieren muss. Ja, Valentin, heißt jetzt für dich drangehen, alles vermessen und ja, dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Ne? So machen wir es. So machen wir es. Jetzt, so, unser Alpha-Motor liegt jetzt hier einmal gewaschen und gebügelt, ne, noch nicht gebügelt, aber zumindest gewaschen und soweit in seine Bestandteile zerlegt, hier auf der Werkbank. Und jetzt haben wir das Ganze schon mal bis mal was durchsortiert, mal durchgemessen.
Und ja, Valentin, was hast du? Was sagst du? Wie sieht's aus? Ja, ja. Teilweise ganz gut, teilweise ziemlich übel. Ich fange einfach mal vorne an. Ja. Die Pumpe ist so mittelmäßig. Mittelmäßig bis. Genau, mal angucken, was oder überlegen, was wir damit machen. Ja, und mal schauen, was überhaupt der Markt noch hergibt, genau. Ne? Welche Entscheidung da getroffen wird. Mhm. Kurbelwelle muss geschliffen werden auf jeden Fall. Da haben wir gesehen, auf jeden Fall hier auf dem einen Zapfen einen Pleuellager Schaden gehabt. Die restlichen sind auch mäßig. Mäßig, ja. Ja, man sieht es auch schon ganz gut, dass wir da so Einlaufspuren haben. Ne? Ja. Und naja, das ist nicht gerade so fördernd. Ja. Ist ja auch die Frage generell, hinten der letzte Zylinder hat, weil Sie haben ja auch im Blog gesehen, dass wir da so schon mal so leichte Kontaktspuren hatten. Mhm. Und jetzt ist schon wieder da die Lagerstelle kaputt. Ob da nicht irgendwas Markantes noch mit zu sehen ist. Ne? Die Welle muss auf jeden Fall rissgeprüft werden. Wir haben eine Welle, die ist verstopft, die hat die Ölkanäle verstopft. Also nicht, dass sie zu ist, sondern wir haben eine Welle, die Kanäle hat, die dann verstopft werden. Also sprich, man kann die Stopfen rausmachen, für die Welle dann zu reinigen. Vielleicht war auch im hinteren Lager dann noch Dreck mit drin, dass es nicht sauber gemacht wurde und deshalb auch wieder der Schaden. Man weiß es nicht. Genau. Dann Kolben und Buchsen sehen eigentlich noch ganz gut aus. Ja. Auch vom Maß her. Also da kann man echt überlegen, die eventuell noch mal wieder reinzumachen. Ja. Weil das ist eigentlich echt noch ganz passabel, ne? Genau. Mit ein paar neuen Ringen versehen, die Dinger mal ins Ultraschallbecken cleanen. Und ich nehme mal die eine Pleuelstange, müssen wir uns auch mal angucken, von Zylinder Nummer 4, ob die im Grundbonksmaß noch steht, ob das noch soweit alles passt. Ne? Ja. Nicht, dass uns das Lager schon mal rund gedreht hat oder dass es eventuell auch viel zu wenig Vorspannung hat in der Stange. Und dann muss man dementsprechend die Stange nacharbeiten, um wieder genügend Vorspannung zu haben. Vielleicht auch mit der Grund dafür, dass jetzt schon wieder ein Schaden eingetreten ist. Ne? Genau. So, weiter. Was haben wir noch? Schwungrad. Sollte auf jeden Fall mal geschliffen werden. Sieht nicht mehr so schön aus. Ja, Reibfläche ist nicht so optimal. Hier haben wir ein paar Macken vom Auseinanderbauen irgendwann mal. Ja. Ist jetzt nicht so schlimm. Zahnkranz ist ziemlich übel. Ja, übel zugerichtet. Gucken, ob es den einzeln gibt, ja. Ob man den tauschen kann. In vielen Fällen kann man das. Dann gibt es diesen Zahnkranz, der wird neu aufgepresst. Ich glaube, das sieht doch hier so aus. Hier ist so eine Kante drin, dass man den Zahnkranz als Stück selbst wieder bekommt. Dann kann man den umschrumpfen, neu aufziehen. Ja. Genau. So, Kupplung. Kupplung sieht gut aus. Die hat sehr neuwertig. Nicht viel gelaufen, so wie das aussieht. Ja. Also da. Ist auch immer ein Kostenfaktor, den man mit berücksichtigen sollte. Ja, Restbauteile, Stirndeckel. Ja, im Stirndeckel haben wir noch was gesehen, ne? Oben genau. Diese kleine Verschleiß, drehen wir da hin. Also hier hat die Kette sich schon mal Freiraum geschafft gehabt und sich dementsprechend ein bisschen was an dem Deckel vergriffen. Kann man so sagen. Genau. Ja. Lagerbuchse müssen wir auch durchmessen, ne? Genau. Also Führungslagerbuchse für die Mittelwelle von dem Motor. Wir haben ja einen Kettentrieb in zwei Ebenen. Einmal untere Ebene von Kurbelwelle auf Mitteltrieb und von Mitteltrieb hoch auf den Kopf. Und hier haben wir auch unser Zahnrad dafür dementsprechend. Das ist, sitzt quasi unten auf der Kurbelwelle. Im Innenteil. Und wird dann andersrum genommen. Ja. Aber genau. Man wird dann hier durch eine kleine Kette. Ich glaube, man weiß, was du meinst. Und nach vorne raus guckt dann hier der Drehzahlmesserantrieb raus, der über den Schneckenantrieb angetrieben wird. Hol das Zahnrad nochmal gerade rüber, weil da haben wir ja auch so ein paar Sachen gesehen, die nicht so optimal sind. Wobei hier muss man sagen, es ist teilweise recht schwierig, dieses Rad überhaupt nochmal zu bekommen. Also wenn man sich hier das Zahnrad mal anschaut, hier, ich weiß nicht, ob man es durch die Kamera sieht, aber die Zähne haben schon so einen leichten Hang zur Seite, weil das Ding schon so abgewetzt ist. Man sieht die Spitzen, wie die schon abgewetzt sind und die Zähne sind auch schon seitlich. Hier sieht man es genauso. Hier haben wir auch schon unseren Verschleiß ausgebildet an den Kanten. Alles nicht so ganz gut. Aber hier ist wirklich die Frage, was bekommt man noch? Auch hier das Kettenrad vom Spanner sieht auch echt nicht gut aus. Hier fehlen schon teilweise richtige Ecken. Ja, ist das gleiche, ne? Ist das gleiche in grün. Ja, halt so still und dann geht das. Ja, ich gehe mal hier meinen Finger dahin. Da möchte ich was sehen. So, jetzt sieht man es auch. Gut. Ja, also auch dementsprechend verschlissen.
Genau. Jo, so, Motorblock, Planfläche, also diese, Blockfläche. Genau, die sieht ganz gut aus, haben wir eben mal lineal drauf gehalten. Also ist noch soweit gerade. Ja. Die ganze Stehbolzengeschichte müssen wir uns anschauen, müssen wir abwägen, ob wir daran gehen wollen oder nicht. Ganz ehrlich gesagt, scharf sind wir darauf nicht, weil in 99,9% aller Fälle reißt der Bolzen ab oder will nicht rausgehen. Und dann ist das eine undankbare Arbeit, das Ding da rauszuholen. Man muss wieder sehen, dass man ein Gewinde da unten einbringt und. Also es ist echt recht schwierig. Muss man sich wirklich anschauen und dann abwägen. Mit dem Kunden auch absprechen, was er denn möchte. Büchsenbunde unten sehen alle ziemlich gammelig aus. Und auch so ein bisschen was eingefressen. Müssen wir auch sauber machen. Mal die Büchsen reinstellen. Mal gucken, ob wir noch genug Überstand haben, ne? Weil ohne Überstand keine Dichtung, keine Dichtfläche. Und hier waren da schon jetzt zwei Kopfdichtungen verbaut. Ist die Frage, welchen Grund das gehabt hat. Ne? Jo. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Kopf. Genau, wir gehen mal zum... Na gut, hier sieht man nur, dass sich da irgendjemand mal am Deckel vergriffen hat. Ja, auch. Wir haben ja auch gesehen gehabt, der Wellnischring hinten, der guckt ja so komisch schon raus. Genau. Der Deckel war was eingedichtet. Also viele, viele Ecken, viele Bauteile, die nicht wirklich so... Ja. Ja, die, Hand gehabt wurden, wie es eigentlich sein soll. Genau, hier haben wir einmal Nockenwellen-Lagerdecke. Ja. Die sehen noch ganz gut aus. Normales Verschleißbild eigentlich. Nichts Wildes. Nicht so dramatisch, genau. Ne? Die Stößel dagegen sehen optisch so erstmal auch noch in Anführungszeichen normal aus. Aber hier oben sind die schon gut eingelaufen, etwas hohl gelaufen. Ja. Auch nicht mehr. Also auch nicht so toll. Sollte man dann auch mit auf die To-Do-Liste schreiben. Ja. So, Ventile. Ventile sind alle ziemlich danieder. Im Schaft vor allem stark verschlissen. Ja. Die müssen auf jeden Fall neu gemacht werden. Hier muss ein Einlassventil. Da wir auch hier nur einen 1300er Motor haben, stell's mal hier hin, haben wir auch dementsprechend nur kleinere Ventile. Also wenn man sich dagegen mal so ein 2 Liter, so ein Nordmotor anschaut, dann sind ja schon riesenmassive Klöpper. Dagegen ist das hier Spielmannskram. Ja. Ja, aber von der Größe reicht das für den Motor, um den zu befeuern. Und ganz ehrlich gesagt, wenn man sich den Kopf anschaut, viel mehr passt da auch nicht rein. Ja, es muss auch im Rennraum passen. Ja, also Ventile, wie gerade gehört, auch verschlissen im Teller, im Schaftbereich. Man sieht jetzt auch hier mal wunderbar, wo das Ventil gesessen hat. Wir machen auch häufig diese sportlichen Sitzbearbeitungen, all die ganzen Sachen. Jetzt kann man mal sehen, hier bei dem Alpha haben wir 30 mm Ventil, 30 Grad Ventilsitze, also im Winkel von 30 Grad. Und wenn man jetzt mal hier die Auflagefläche sieht, wie breit die ist und wo sie auch sitzt. Also da ist auch Optimierungsbedarf und im Auslass genauso. Ja. Mhm. Kopf. Ja, sieht nicht so schön aus. Nee. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen guten Wasserfraß oder sowas im Brennraum selber, um die Sitzringe drumherum. Ja, man sieht auch hier, da ist auch so noch so Wasserstein drauf, Gammel. So Kalk und sonstiges Gammel. Ja. Richtig viel Ruß im Brennraum, ne? Also der hat sich viel Sprit genommen, wie es aussieht, und sehr, sehr fett gelaufen, sehr fett verbrannt. Hier vorne am Ausgangskanal haben wir noch schön so eine kleine Kante, wo... Ja, hier haben auch schon so richtige Eingrabung weggebrannt ist. Ja, als wenn der wirklich immer sehr viel Wasser bekommen hätte, was er sich da durchgejagt hat. Ne? Mhm. Der Kopf ist auch schon mal, wie er aussieht, geplant worden. Ne? Also da war es ebenfalls schon mal jemand dran. Die Kanäle einlassseitig sind ein bisschen was überarbeitet worden, was gehübscht, geglättet. Ja, Ventilsitze... Führung, ja, was sagt denn die Führung denn? Die Führungen waren eigentlich noch ganz okay, bis auf eine. Da müssen wir mal schauen. Ich denke mal, die Auslass wird man neu machen. Ja. Einlass kann man, denke ich, mal lassen. Okay, ja, okay. Man kann auch schauen, bei den Alpha-Motoren haben wir auch häufig, dass wir da hingehen und machen den Umbau auf modernere Ventilschaftdichtung, da die im Serienzustand eine recht filigrane Dichtung haben, halt der Zeit entsprechend. Das Ding ist ja aus den 70ern und damals war das halt nicht so maßgebend, was da passieren soll. Und
Man kann den umrüsten anhand mit einer anderen Ventilführung, die im oberen Bereich, wo die Schaft schon drauf sitzt, anders ausgefertigt ist. Und dann kann man dementsprechend dort modernere Schaft schon drauf fahren, was auch die Abdichtung der Ventile von oben her besser gestaltet. Ja, alles in allem, Nockenwellen sehe ich da hinten noch. Genau. Die sind von den Lagermaßen her noch gut. Ja. Allerdings haben wir hier an den Nocken schon so leichten Materialausbrüche. Ja, man sieht es auch so, um jetzt im Licht zu spiegeln, sind schon richtige Lunkern drin, so Löcher, Rostfraß. Ist hier auch abzuwägen, inwieweit man da was macht. Ob man die Nockenwellen überarbeiten lässt, ob man sich neue Nockenwellen holt oder ob der vielleicht direkt schon leicht sportliche bekommt. Das, was der Kunde sich da jetzt vorstellt. Wir schreiben erstmal alles auf die Agenda, schreiben alles auf, gucken es durch und dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen und was auch der Kunde sagt, in welchen Weg er da mitgehen möchte. Gut, also ein großer Haufen Aluminium mit ein bisschen was Stahl, das ist jetzt noch übrig geblieben von dem Motor. Und wir machen jetzt an die Arbeit und tun alles mal akribisch aufschreiben und dementsprechend ein Angebot gestalten. Thomas, dann sage ich mal an der Stelle vielen Dank. Genau. Und dann würde ich sagen, Ihnen zu Hause eine gute Zeit, schönes Wochenende. Und bis dahin, wir sehen uns wieder. Gruß in die Welt, Ihr Retail-Team. Tschüss, Thomas. Tschüss. Tschüss, Alpha.